Genau, warte auf Tonja und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit unserem Abschleppdienst. Wir sind mit Franklin unterwegs, also wir sind wie gesagt nur Nebenmissionen machen. Wir haben in der letzten Folge keine Hauptmission gemacht, momentan sehe ich auch am... 10-4, we got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the Lucky Plucker in Little Soul. Okay. Do you copy? You know, yes. I don't copy, I'm an original. Yeah, we got you, JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. So, begib dich immer noch zu dem falsch geparkten Wagen. Ja, da sind wir doch unterwegs schon hier hin. Mit deinem Wetter. Du musst echt aufpassen, dass du hier nicht durch die Gegend rutscht. Oh, fahr doch mit deiner Scheißmühle. So, wo steht die Karre? Dieser ist wieder, ne? So, dann fahren wir da mal hin. So, der Fall liegt sein Auto direkt. Selber schuld, es sind 1000 Parkplätze frei und er fährt auf den falschen verminderten Parkplatz. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see... Franklin. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. So. Dann machen wir das soweit auch. Drop it in the marked area. Same as before, honey. Make it up to you, Franklin. You know I will. Das war's. See you round. So, noch ein Gefallen. Okay, dann haben wir das erledigt soweit. Gut, dann war die ja auch weg. So, wir haben noch einige Sachen offen. Und zwar, hier haben wir noch eine Nebenmission mit unserem Freund. Also eine Fremde- und Freaks-Mission. Da gucken wir uns die einfach mal an, was das für eine ist. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Franklin für eine Nebenmission machen. Aber wir können
Was haben wir denn hier? Okay, verfolge und fotografiere. Das sollten wir für Beverly machen. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal die Mission an. Frage ist, was müssen wir hier machen? Aber hier? Was ist mit dir? What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. Harte Arbeit. He's a fool, bro. Yes, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Besucht dein Auto? Ah, wir sollen also ein Rennen fahren heute. Haben wir auf der Tuli-Garage so nebenbei, dass ich mir einen kleinen Vorteil machen kann? Da oben. Na komm, ich fahre auch so weg. Habe ich zumindest. Come on, Franklin, are you in or out? Let's see what we got. So. Man, you kid. Is that how you want to play? Babe, you might actually be some competition. So, momentan sind wir Dritter. Jetzt hoffe ich, dass ich das funktioniere. Funktioniert. So, den Mustang hier haben wir mal kurz weg. Warte mal, BMW war das hier. Der Mustang ist ja hier, der hier. Der weiße noch hier vor uns. Der ist mal kurz abgeflogen. Sack, Junge, weil der aus der Ecke da, weil der da rauskam und dann. So, die Frage ist. Oh, die sind ja alle wieder dran an mir. Oder beziehungsweise nicht dran an mir, sondern. Und ich konzentriere mich gerade mal beim Fahren jetzt. Runde 2 von 2, so schwer ist die Strecke nicht. Bisher. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Boah, der eine zieht aber ganz schön an mir dran. Aber ich hab's geschafft. Oh, dein Auto nehme ich immer mit.
Jetzt bin ich gar nicht mehr so schlecht. Ja. Hallo? Ich hätte gerne die Karre da gehabt von dir. Mich verarschen? Super. Ja, klasse. Da haben wir was anderes. Ja, genau. Es war mir fast so klar. So, Völkchen kann jetzt an Straße rennen. Es war mir klar, dass er jetzt wieder dass die Cops jetzt wieder damit spielen wollen. Denn bei dem weiß ich, welcher das ist. Bei dem weiß ich, welcher das ist, aber nicht bei dem... Oh, gib Gas. Lecomio. Mir klar, dass die Cops wieder spielen wollen. Ich muss mich mal irgendwie verpissen gerade. Okay, die sind schon mal weg. So, dann muss ich das eine Auto jetzt holen. Ich glaube, mit Abschleppdienst kennen wir uns ja aus. Moment, ich muss gerade gucken. Hier steht die Karre. Und hier schiebt der Abstellwagen. Gut, dass ich weiß, wie gesagt, ein Auto ein bisschen safe weiß. Ich muss nach so irgendwo der Abstellwagen, oder? Man, that ain't going nowhere by itself. Nimm das Beuteauto an den Haken. Die Frage ist, welcher ist der zweite? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr auswendig. So, begib dich zu Barrys Wohnung. Gut, das machen wir noch. Das Auto bringen wir noch hin. Dann haben wir eine Folge, wo wir nur Autos abgeschleppt haben. Es fehlt, wie gesagt, dann noch ein Auto. So, genau. Tup, tup, tup.
So, dann stellen wir die Karre. Müssen wir den Hintern. Aber hier komme ich nicht um die Ecke, oder? Nee. Dann fahren wir dann eher hier vorne um die Ecke. Your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites. I mean, they're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. Gut, verlasse das Gebiet, das machen wir doch glatt. Und da fehlt es, glaube ich, nur noch ein Auto. Transportation im Schlepptau. Gut, die haben wir nämlich relativ schnell erledigt, die Mission. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Auto. Oh, es sind noch mehr. Es sind insgesamt noch vier. Sehe ich da? Ne, das sind die Promis, ne? Stimmt, das sind die Promis. Okay, ne, alles gut. Das sind die Promis im Schlepptau. Die Promis im. Ach, Promis im Schlepptau. Die Promis für den Schnappschuss. Für unseren Freund Beverly. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal. Ach komm, wir können das eine Auto noch holen, dann haben wir das auch. Ich hoffe, ich, wie gesagt, ich muss es finden, Leute, von die. Ich muss es direkt davon, dann weiß ich Bescheid. Ich hätte sagen können, dass auf der Baustelle jetzt irgendwas passiert, weil da kennen wir ja auch. Eine Mission mit dem Typ mit dem Geldtransporter oder was, so Gaswagen oder was auch immer das war. Ach, guck mal, Nigel hat wieder eine Mission für uns. Für Trevor. Die ist auch hier vorne irgendwo. Die zwei, ey. Na gut. Wir gucken mal. So, okay, der ist schon mal weg. Die Frage ist, wo steht die Karre? Die müsste hier doch irgendwo eigentlich auf dem Parkplatz stehen, oder nicht? Würde ich spontan mal sagen. So, meine Vermutung, dass die hier oben auf dem Parkplatz steht. Vielleicht unsere Hilfe. Ist der Transporter das vielleicht nicht da vorne, der da steht? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ja, hier ist es nicht. Daneben steht aber auch, glaube ich, auch ein. Daneben steht aber auch ein Jobwagen. Kann sein, dass er da steht. Kann sein, dass er hier auf der Ecke steht. Moment. Hier muss er stehen.
says? The fool running around after me. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Ich stecke den Laster. Wir sollen ihn fahren. Wir sollen ihn vier... Wir sollen ihn noch so rüberfahren, okay, zu Barry. Ich dachte, wir müssten ihn abschleppen. Deswegen habe ich einen Abschleppwagen dahinter. Ja, shit, motherfuckers had eyes on the place. Jetzt haben wir noch die Zeit, mit den Cops zu verspielen. Super. Verdammt! Ich meine, 3 Minuten klingen so viel. Klingt nach einer langen Zeit. Ich muss jetzt gucken, ob ich die Karre jetzt mal verstecke. Gut, okay. Die haben wir schon mal weg. So, jetzt müssen wir die Karre noch die 2 Kilometer, 3 Kilometer zu Barry, zu Barrys Wohnung bringen. Und dann müssten wir eigentlich auch durch sein mit Barry. Gut, dass wir jetzt nicht so ewig gebraucht haben mit dem. Wie gesagt, wir haben keine einzige Hauptmission in den letzten Folgen immer. Also es ist, glaube ich, die 5. oder 6. Folge in Folge, ja, in Folge, die ich aufnehme jetzt. Ja, ich habe seitdem keine Hauptmission gemacht. Ich habe nur Nebenmissionen gemacht momentan. No? Aber eigentlich nur, um da mal da ein bisschen durchzukommen. Ja, wir haben nämlich auch eine Hauptmission, glaube ich, nur 8 oder 9. Also mega viel dürfte das nämlich nicht mehr sein. Aber die Nebenmissionen sind halt noch offiziell mit 17, glaube ich, oder so, noch ziemlich weit offen. Die Frage ist, wie weit... Warte mal, ich guck mal gerade in die Statistik rein. Ja, noch 14, ne? 16, 26. Wir haben eigentlich mehr gemacht. Naja, ist dann einfach so. Ich glaube auch nicht, dass wir die komplett auf 100% spielen, das Spiel. Das war mir so klar, dass ich... Es war mir klar, dass der LKW mir da in die Karre fährt. Wir haben noch 1:20. Wir haben auch gut, wir haben 1,1 Kilometer. Also wirklich viel haben wir nicht mehr. Da darf aber jetzt auch nicht nochmal viel passieren. So, ich glaube, in der nächsten Folge gehen wir dann an die Barry-Dinger ran. An die Schnappschüsse. An diese Schnappschüsse da mit Barry. Wir haben noch 1 Minute, also. Kein Stress, Kollege. So, jetzt müssen wir die Karre nochmal abliefern. Ah, oh, das war mir so klar. Gott sei Dank. Gut, dann machen wir eine Feierabend danach. Ja, is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Were you followed? Follow? Man, that's an understatement. But look, don't trip out. We good. Now look, man, won't you come down and check this? I got shit to do, man. Yeah, well, I'll send someone when I know it's clear, okay? Can't be too careful, and I'm dealing with some composting issues. This is a bad burrito. Shit, whatever, man. But that's more information. So, die Abholung haben wir abgeschlossen. Aktionszeit 3 Minuten. Unerwünschter Ausgang, okay. Gut, dann haben wir das erledigt, liebe Leute. Yippee! Gut, dann haben wir mal fahren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und dann habe ich ja gesagt, dann wollen wir wahrscheinlich mal an diese Promi-Schnappschüsse gehen. Da sind nämlich auch noch 2 Stück offen. Das kriegen wir dann auf jeden Fall auch hin. Bis dann und tschüss.